Juhu. So. Jetzt zum dritten Mal. Der zweite Teil vom Craft Update mit meinen Harz-Anhängern. Ich werde hier noch bekloppt, ne? Jetzt habe ich das eben abgefilmt und 5 Teile vor Ende war dann der iPhone-Speicher voll. Jetzt habe ich erstmal was gefuttert, habe den Speicher leer gemacht und jetzt kommt der letzte Teil. Und der letzte Versuch auch so gesehen. So, wir fangen an erstmal mit den. Erst fange ich hier mit den großen an. Ich habe hier so große Teile gegossen. Da hatte ich mal so großes. Upsa, sorry. Da hatte ich mal so große Sticker bei Ideen mit Herz bestellt. Die waren da im Angebot. Die habe ich da eingegossen. Bei dem hier musste die Turmspitze ein bisschen hier oben um die Ecke, aber geht trotzdem. Also ich finde es trotzdem nicht schlecht. Habe ich ganz schlau weiße Muscheln eingegossen auf weißem Hintergrund. Ne? Ja, ich hätte die halt auch noch in so richtig schönen beige Muschelfarben gehabt, aber jupp, man merkt es dann erst später, ne? Wenn man nicht dabei nachdenkt. So ein paar silberne Muscheln, Seepferdchen und sowas dann auch noch drin. Ja, finde ich ganz schön. An die Wand hängen oder an die Tür. Ist so eine Kette dran, 2 Schraubösen drin. Und im Hintergrund ist so weiß irisierender Glitzer. Das Ganze habe ich dann auch hier nochmal mit dem Flamingo. Da habe ich von diesen Farbverlaufsperlen mit reingegossen. Finde ich ganz hübsch. Mit einer rosanen Kette, passend zum Flamingo. Dann habe ich hier so diese Sterne. Einmal mit den Little Twin Stars. Gleicher Hintergrund, weiß, irisierender Glitzer und auch diese Perlen halt mit drin. Auch das finde ich ganz süß, so im Kinderzimmer oder so. Oder bei so einem verrückten Erwachsenen, ne? Geht auch. Und hier noch ein letzter von diesen Riesenteilen mit Cinnamoroll. Auch gleicher Hintergrundglitzer und die Perlchen mit dabei. Also ich finde die ganz schön. Werde sie halt nicht oft machen, weil die fressen halt unheimlich viel Harz. Ich möchte jetzt halt, wenn ich das nächste Mal gieße, die mit Alkohol-Inks mal machen. Stelle ich mir auch sehr schön vor. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde es euch zeigen. So, dann habe ich hier noch von meinen Erstlingswerken, also so das erste, was ich gegossen habe mit Harz, waren diese Knochen und Pfötchen. Man sieht es auch so ein bisschen an den Farben. Ich habe damals halt noch keine Pigmente gehabt und habe das Harz mit Acrylfarben eingefärbt. Ja, manchmal geht es ganz gut, manchmal hat man halt diese Flocken drin. Also ich bin kein Fan von Acrylfarben im Harz. Ja, deswegen habe ich jetzt halt auch so extrem viel Pigmente, ne? Damit man auch von allem was hat. Bisschen Gebamsel dran. Jo, das sind die. Dann habe ich hier einen einfachen Totenkopf mit ein bisschen grünen Glitzer drin. Gibt ja vielleicht auch mal Männer, die einen Schlüsselanhänger wollen, ne? Hier, das war auch an den Anfängen, habe ich so ein bisschen ausprobiert. Da habe ich so ein ganz dünner Charme ist das, so ein Feencharme und so ein paar silberne Perlchen drauf. Diese Mold ist auch so eine ganz dünne. Ja, Anfängerstück halt, ne? Dann habe ich, was habe ich, was habe ich? Hier habe ich so kleine Flossen, Meerjungfrauenflossen. Ja. Da hängt auch immer dann eine Meerjungfrau mit dran und ein Perlchen und ein Handmade-Anhänger. Charm. Hier auch. Das sind jetzt diese kleinen aus dieser Form, die ist von Doreen Beats, diese hellblaue. Dann habe ich hier noch so einen, da ist noch ein bisschen Schwarz mit dran. Sieht so aus. Und noch einer. Und das ist dieser hier gleiche wie die anderen. Entschuldigung, ich muss mich die ganze Zeit immer räuspern. Ich weiß nicht, was da los ist. Das nervt ein bisschen. Das hier ist eine von meinen ersten Lünetten. Das ist eine Schneekugel.
Da ist innen drin jetzt nichts außer diesen Nuggets und Glitzer und so. Ja, Glitzer, Paillettenzeugs. Außen drauf habe ich so eine schöne Blüte gesetzt. Und hier oben einen Schlüssel. Und dran hängt hier so ein Vögelchen. Und so eine Strassperle. Dann. Ah, hier ist jetzt echt. Ich habe das alles hier neben mir liegen, weil ich das jetzt nicht nochmal auf dem Ständer machen wollte. Von dem ersten Versuch hier. Ich hole mir mal gerade hier, damit ich das auch ein bisschen passend ist. So, die hier. Da habe ich ein bisschen übertrieben, ne? Also. Übertrieben mit Farbe, übertrieben mit Glitzer, übertrieben mit Perlchen und die Liebe, meine Melodie geht leider ein bisschen unter. Trotzdem gibt es vielleicht Menschen, die sowas mögen. Viel Farbe, viel Glitzer. Dran hängen halt immer farblich passende Crackle-Perlen und Schlüsselchen. Dann haben wir einmal den hier, einmal diesen hier. Da sind so Smarty-Perlchen dran. Dann haben wir diesen. Na, komm schon. Wieder mit Crackle-Perlen und einem Äpfelchen. Dann dieser. Da steht drauf, My Melody. Brings a gentle atmosphere wherever she goes. Genau. Da hängt so ein kleiner Drache noch dran. Genau. Und von diesen Kitschis noch einer, und zwar dieser. Da ist auch der Drache dran und dann zwei von diesen Seifenblasenperlen, nenne ich sie jetzt mal, ne? In rosa und in hellblau. Das ist das. Dann haben wir Lünetten. Das sind auch von meinen ersten welche. Die hier finde ich ganz schön. Da ist halt hier diese Meerjungfrau. Ups, muss in die Mitte. Wenn man am Handy vorbeiguckt, ne? So, hier ist die Meerjungfrau, dann sitzt hier noch eine Schildkröte, eine Muschel und hier unten habe ich so ein Jelly drauf. Und eine Muschel und ein kleines Seepferdchen hier dranhängen. Hier habe ich nochmal so eine große Katzenlünette mit zwei Katzen noch drin. Hier unten so ein grünes Pearl-Pigment. Die da drüber guckt, ne? Voll lustig. Ja, und so eine Stardust-Perle und eine Feder dran. Hier haben wir ein süßes Rehkitz. Ich bin ja so extrem Bambi-Fan. Ich kann euch ja mal vielleicht zeigen. Also Bambi ist auch auf mir verewigt. Ja, es ist jetzt zwar kein Original Bambi, aber es ist halt einfach ein Rehkitz und ich finde es mega süß. Dran hängt ein Schlüsselchen, Perlchen und so ein Acrylschrank. Dann hier ein Einhorn in der Schneekugel. Unten sind so ein paar Bubbles in Rosa. Hier die Sternchen dazu. Da oben noch ein paar Herzchen. Dann diese große irisierende Crackle-Perle. Und diese beiden Teilchen. Ja, das hier ist auch wieder so eine Anfängerlünette, nenne ich es mal. Blaues Seepferd und blaue Pflanze auf blauem Grund funktioniert nicht so wirklich gut. Na, also man kann es erahnen. Aber man sieht es nicht so richtig. Ja, man lernt aus seinen Fehlern, ne? So, hier haben wir noch so ein Eis. Da mag ich die Farben gar nicht, aber ja. Mit den Kirschen drauf.
Schlecht ist es nicht, aber es geht besser. Pam, 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 pam. Hier so ein Doppelteil, einmal der Regenbogen und hier unten dann dieser Sternenschlüssel. Und da hängt noch ein kleiner Sternenschaum dran und hier zwei von den Acrylcharms. Dann haben wir diese Katze mit der Fliege, mit diesem Gebamsel. Dann eine kleine Taschenuhr. Die sieht so aus. Da habe ich einen Schlüssel hier drauf gemacht. Und hier oben hängt das Schloss dazu. Von hinten sieht die so aus. Das sind echt eine kleine, die finde ich ganz hübsch auch. Sind dann noch nicht so schwer, ne? Da ist noch eine. Mit dem Flamingo. Da habe ich außenrum ein paar Perlchen gesetzt. Und hier dran hängt so eine Quaste. Und ein kleiner Flügel und diese Perle. Und da haben wir noch so eine kleine. Da ist eine Alice drin mit der Teetasse und der Teekanne. Hier unten so ein paar Glitzersteinchen. Und da hängt noch ein Perlenengel dran mit einem Schlüssel. Und ja, Acrylcharm. Ja, meine Söhne unterhalten sich da draußen. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ich hoffe, ihr kriegt es nicht mit. Ja, hier auch wieder rosanes Einhorn auf rosanem Grund. Ja, nicht die beste Lösung. Da haben wir diesen Charme mit dran. Und hier nochmal eine Flasche. Diesmal, das ist hinten. Hier vorne mit der Meerjungfrau. Da hängt dann auch eine blaue Stardust-Perle, nochmal eine Meerjungfrau und eine Muschel dran. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, hier ein Versuch. Und zwar war ich letztes Jahr auf Borkum, da habe ich mir ganz viele Muscheln mitgebracht. Und da habe ich dann auch UV-Harz reingemacht. Da sind halt dann hier unten ist, glaube ich, sogar Sand noch drin. Ich kann es jetzt gar nicht genau sehen, aber auch so Steinchen, Bubbles, Perlchen. Auf den Rand habe ich hier einen Stein gesetzt. Hier und hier so eine Meerjungfrau. Und das Ganze gehalten wird durch diesen Seestern-Charm. Den habe ich einfach hier oben dann so im Prinzip mit reingegossen, ne? Und der hält das Ganze dran, hängen noch ein paar Delfine und eine Muschel und eine Perle. Dann habe ich jetzt hier die, genau, das sind die einzigen Bronze-Anhänger, die ich habe. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich finde ich Bronze ganz schön, aber keine Ahnung, es gibt halt nicht so viele Lünetten in Bronze, ne? Deswegen. Hier nur einmal so ein Sternchen mit so einem Feenstern noch und da ist so ein kleiner Engel noch mit dran. Ja, das ist dieser, der ist mit Karabiner. Und dann habe ich hier noch einen Stern, da habe ich so alles Mögliche reingemacht. Da ist hier unten ein Seestern drin, dann in der Mitte dieses Herz, ein Haufen Glitzer, Sternchen. Könnt ihr sehen, ne? Dran hängt auch noch mal ein Perlenengelchen und ein Engelchen und ein Schlüssel. Auch wieder mit dem kleinen Karabiner. Ach, hier habe ich noch einen silbernen. Und zwar einen, den ich besonders mag. Der ist hinten so und vorne ist halt dieser super schöne. Hier bewegt sich mein Stativ gerade von alleine. Dieser super schöne Sticker da drin. Und obenrum sieht er dann so aus mit so einem Diamantencharme-Gebamsel und dieser Strassperle. So, dann wieder zurück zu Bronze. Dann habe ich hier einen roten Glitzer-Teddy mit einem Schaukelpferdchen und hier so einem Pompon-Ding.
Engel ist es ja nicht, Männchen nenne ich es mal. So eine schicke Perle und wieder dieses Sternchen mit Handmade. Ja. Und hier haben wir einen Fliegenpilz. Da habe ich hier oben dann so ein Vögelchen draufgesetzt. Und rote Perlen. Hier dieser Alice-Hase. Das ist noch eine Uhr. Und hier so ein Blütenkelch mit einer Crackle-Perle drin. Dann ein Bronzener mit Alkoholinks. Ja, von der Seite. Ich liebe die ja, weil es ist einfach, es ist immer spannend, ne? Du weißt nie, wenn du die Farben da reinmachst, wie sieht's aus, wenn du es rausholst, ne? Weil die ja einfach, die haben so ihr Eigenleben, ne? Und ich finde es halt mega spannend und sie gefallen mir halt auch echt alle immer unheimlich gut. An diesem Teil dran hängt noch ein Perlenengelchen, hier so eine Perle, ein Flügelchen. Und das hier sind diese großen runden Karabiner. Genau. Und dann habe ich noch von diesen schwarzen mit den Alice-Stickern. Diesmal als Schlüsselanhänger und nicht als Lesezeichen. Einmal diesen hier. Ja, dieser mehrfarbige Glitzer, der ist schon schön, ne, im Hintergrund. Und kommt auch bei dem Schwarz, finde ich, ganz, ganz toll raus. Dann der hier. Den Sticker mag ich besonders gern, finde ich super schön. Da hängt dann entweder der Hase immer mit dran oder eine Uhr und eine Perle. Und dann noch dieser. Auch wieder mit Hasen. Und dieser hier noch. Der hat eine Uhr mit dran. Wenn sie sich dreht. Hier. Jo. Das war das von Ständer Nummer 1. Ich schiebe es mal hier ein bisschen rüber. So, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten und das sind jetzt die neueren Sachen. Ja, ich fange mal hier an, wenn wir gerade hier bei den Alice und Feen und Gedüngen Sachen sind. Große Taschenuhren, na, also diese hier. In dieser sitzt hier auch so eine Fee. Hier oben drauf habe ich auch eine an den Rand gesetzt. Ein paar Wölkchen rein. Ja, innen drin dann so ein bisschen Glitzer noch, Sternchen. Hier unten ist die Wiese mit Blümchen und Perlchen. Ja, und dran hängt dann Perlengebamsel ein bisschen noch. So sieht die aus. Dann haben wir noch so eine große. Diesmal nochmal mit Alice. Obendrauf habe ich so ein Schleifchen noch gesetzt. Der Hase in der Tasse, die Alice. Oben habe ich so ein paar Zahnräder mit reingemacht. Und unten Perlen und so Mikroperlen überall zwischendrin noch. Ich finde die halt ganz schön, weil ich weiß nicht, ob das so im Video rüberkommt, aber ich probiere es mal von der Seite. Die ist halt so in verschiedenen Schichten, ne? Und ja, also mir gefällt sie eigentlich ganz gut. Und die passenden Perlchen halt noch dran. Das ist die. Dann habe ich hier eine, da dachte ich zuerst, das ist ein Fail, aber je länger ich sie habe, desto öfter ich sie angucke, desto besser gefällt es mir. Und zwar diesen Fisch hier. Die Farben sind sehr dunkel, aber ich finde es halt gar nicht schlecht. Ne? Reingesetzt habe ich alles Mögliche, so was zum Meer passt. Ne? Muscheln, Anker, Seepferdchen, Seesternchen. Und irgendwie finde ich, hat er was, der Fisch. Könnt mir ja mal sagen, wie ihr den findet. Ja, es sind auch so Pearl-Pigmente gewesen. Und dran hängt dann das Steuerrad und eine passende Perle.
Sorry für mein Geräusch, aber es geht leider nicht anders. Hier, die mag ich sehr gerne. Also diesen Rahmen hier ist ja im Prinzip auch eine Uhr, soll es sein. Und da habe ich diese Katze und den Mond reingemacht und ein Herzchen, ein paar Sterne. Hier unten sind ein paar Blüten. Und besonders mag ich das Teilchen hier. Ne? Das ist so auch so ein Nail Art Teil. Und mir hat das so gut gefallen, dass dieses Herzchen da so lose dran bamselt. Also dieses Schleifchen hier mit dem Herz mag ich. Und hinten sieht das Ganze so aus. Genau. Dann habe ich, hier habe ich ja noch Alice Schwarze. Und zwar diesmal mit einem goldenen Kettchen. Und bei dem hier ist halt das Problem, dass hier steht Alice in Wonderland. Aber das ist halt einfach, da ist der Hintergrund jetzt zu dunkel. Ne? Genau. Und dann noch einer mit der Katze und ein paar Tassen und ein paar Karten. So ein Pompon dran. Ja. So, wie ihr merkt, also ich bin halt kein. Also, oder auf meinen Anhängern seht ihr selten außen noch was drauf. Ich versuche halt immer, die Dinge, die ich gern dran hätte, mit einzugießen, weil ich bin halt sehr faul. Also mir ist das echt zu viel, dann von außen dann noch Steinchen draufkleben, einzeln und muss ich echt nicht haben. Ne? Ich finde es auch so echt schön. Ne? Ist nicht, dass mir das nicht gefällt, wenn das andere machen, aber die Arbeit, ne? Also, boah, die Zeit habe ich gar nicht, ne? So, dann haben wir hier so einen Totenschädel. Einfach. Aber mit sehr schönen Perlen. Ne? Hier so eine matte, irisierende, lilane Riesenperle. Und auch in dem Lila hier dieses Oval. Dann, was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Was haben wir denn da noch? Ah, dann habe ich hier noch einiges an Herzen mit Alkoholinks drin. Haben wir einmal den hier. Hier mit dem Perlenengel noch dran, mit dem Sternchen unten. So sieht das hier aus. Na, hier von der Seite könnt ihr das mal sehen, wie das innen drin dann so ist. Schick, ne? Einmal der, dann. Jetzt habe ich sie wieder weggedreht. Dann dieser hier. Na, und das ist jetzt wieder völlig anders. Ne? Hier ist ganz viel Weiß bis nach unten gekommen oder und auch ganz viel Farbe. Das sieht irgendwann immer aus wie so ein Sturm innen drin. Ne? Ja. Und immer passend das Gebamsel dran, dass es farblich ein bisschen zusammenpasst. Hier ist der nächste. Diesmal mehr so pink, lila, gelb. Auch ganz schick. Der hier auch ziemlich pinklastig, aber auch ein bisschen Gold mit drin. Hier oben das Blau. Aber da es so stark pinklastig ist, habe ich halt auch die Perle und das Blatt hier in Pink dazu gewählt. Und ein letztes Herzchen ist dieses hier. Das hat halt ziemlich viel Goldanteil. Finde es aber auch nicht schlecht. Und wieder passendes Gebamsel. Dann habe ich noch eine Flosse mit Alkoholinks gemacht. Die sieht dann so aus. Da kommt halt durch dieses Muster in der Mold halt die ja dieses Innenleben von den Alkoholinks nicht so zur Geltung. Also man sieht das nicht so wie in einer glatten Silikonform, diese Bewegung. Aber trotzdem finde ich die Farben halt sehr schön. Ja, das ist die. Hier habe ich auch noch eine Flosse. Da die hatte ich die Mold mit Perfect Pearls eingepinselt und dann einfach das Harz reingegossen, schwarzes Harz reingegossen. Sieht so aus.
Passend mit einem lilanen, ja, das ist so eine, ja, ist eher ein Stein als eine Perle. Und auch wieder mit dem Steuerrad. Ja, dann habe ich hier, die wollte ich unbedingt haben, weil ich bin ja so ein Alpaka-Fan. Also was aus den Molds rauskam, fand ich jetzt nicht so toll. Aber ja, man muss es ja nicht nochmal gießen. Ja, die sind auch sehr dünn, ne? Das wären die. Na gut, hier hängt noch ein Pfötchen rum. Also die habe ich jetzt, die letzten mit dem Holo-Puder und diesem weiß-irisierenden Puder in den Tatzen, die habe ich noch nicht fertig. Die Anhänger, die zeige ich euch, wenn ich sie fertig habe. Das hier ist ein älterer. Eine ältere. So. Na. Dann haben wir hier noch Herzchen. Ja, ich selbst finde sie halt super schön. Ist halt mal auch vielleicht eher was für Erwachsene hier mit den Blumen, mit den Sakura-Blüten und dem farblich passenden Gebamsel dran und dem Herzchen. Ist auch wieder ein Karabiner dran. Hier haben wir noch so eins. Jo. Ich finde die schön. Mir gefallen die. Und dann noch dieses hier. Diese kleine Sakura-Blüte. Ja. Was soll ich viel dazu sagen, ne? So sehen sie halt aus. Ja, hier dann diese Zauberstäbe, die ich einmal gegossen habe, aber ich glaube nicht mehr wieder. Ich zeige euch die mal gerade alle so nebeneinander. Na, so sahen die aus und oben halt immer farblich passendes Gebamsel dran. Hier das. Ja. Einmal. Und dann noch diese hier. Na, kriegt schon. Genau. Ja, auch da wollte ich nichts mehr draufkleben, weil ich schon so viel reingemacht hatte. Ne? Also in diese Teile. Muss ja nicht noch was drauf. So, dann aus dem letzten Pop-Art habe ich bis jetzt auch nur diese beiden von den kleinen Runden fertig bekommen. Ja, mir ist ja da mein Album dazwischen gekommen, das unbedingt fertig werden musste. Ich finde sie sehr süß. Jeweils diese beiden Perlchen dran. Ja. Okay. Dann habe ich hier noch einige Herzen. Eins mit diesem chilligen Kerl hier. Farblich passende Perlchen. So, und da liege ich da rum, ne? In the sun. Und dann noch einige Herzchen mit meinen allerliebsten Lieblingsstickern. So, die am Schlüsselanhänger hängen, die haben alle so eine dicke Perle mit so einem Blütenkelch dran. Und er hier ist der Motivationshase. Der ruft, You can do it. Und der nächste ist ein Sternenfängerhase. Na, so. Voll süß. Ich mag die. Ich könnte ja den ganzen Tag nur diese bekloppten Hasen da eingießen. Ich finde die so süß. Vor allen Dingen gleich kommt mein Lieblingshase, ne? Der Irre. Ihr werdet sehen. Das ist der Engelchenhase. Der fliegt auch so gechillt darum. Habe ich noch ein Wölkchen mit reingemacht. Ein Sternchen. Und auch wieder die dicke Perle mit dem Blütenkelch. Dann haben wir den süßen Kleinen hier, der reitet auf dem Pferdchen. Farblich passende Sternchen mit drin. So sieht er aus. Und der hier, der hatte ganz schön Hunger, ne? Der war dann im Fastfood-Laden und hat sich mal was zu schnabulieren geholt. Guten Appetit, sage ich da nur.
süß, ne? Genau. Der. Dann, das sind jetzt die wieder mit Karabiner. Die sind etwas länger. Da habe ich dann hier wieder farblich passende und ein Herzchen dran. Farblich passende Perlen und ein Herzchen. So spricht den Satz zu Ende. So, der hier fragt, are you crazy? Zeigt er auch noch einen Vogel? Ich glaube ja, ne? Oder ein Finger. Also irgendwas zeigt er uns. Der, dann hier der ganz Gehorsame, ne? Der ruft yes. Das ist dieser. Und jetzt kommt mein liebster Liebling. Das ist der furzende Hase. Der hat hier den Vogel ohnmächtig gefurzt. Ich könnte mich jedes Mal, wenn ich mir dieses Ding angucke, könnte ich mich wegschreien. Ist der nicht super cool? Ich bin verliebt. Ja. Genau. Der ist so süß. Ja. Das waren meine Hasen. Und dann habe ich hier noch ein paar von den Pastellbärchen. Einmal diese beiden. In den Farben habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, da gieße ich gerne so meine Reste rein. Und ich liebe das, diese Farben. Und Gebamsel ist auch immer farblich passend dann dran. Diese beiden und dann noch diese beiden kleinen Bärchen. Einmal in Rosa mit Glitzer, so ganz zartes Rosa. Und dann einmal hier dieser Aprikot mit Gelb. Und auch immer farblich passend das Gebamsel. Und die haben auch die Karabiner. Ne? So, dann habe ich hier noch ein paar Lünetten. Das hier ist auch noch eine ältere. Da habe ich so, im Prinzip war es ein Farbtest von Pearl-Pigmenten, die ich bekommen habe. Es ist schon sehr bunt, aber trotzdem, und sehr voll, aber trotzdem finde ich irgendwie hat es was. Kann euch nicht sagen, was. Ich mag es ja normal nicht so überladen, aber hier, ich weiß nicht. Also irgendwas gefällt mir da dran. Na, und so sieht es auf der Rückseite aus. Ja. Dann die hier, die mag ich besonders gerne. Das ist so ein Alice-Aufleger. Und den habe ich hier mal so auf den Rand gesetzt von dieser Bilderrahmen-Lünette. Und hier, das ist so ein Nagel. Dingens, Dekorationskätzchen, Mond, Sterne. Ich finde die schön. Und wieder mal passendes Gebamsel. So, die, dann haben wir hier ein, so wie wir eben die Kette hatten in dem anderen Video, ist das jetzt die Katze. Gleiches Problem, ne? Super schön, aber dieses Befüllen ist echt ein bisschen nervig. Ja. Genau, und daran habe ich dann hier in den gleichen Farben noch so eine kleine Blume oder Stern oder was auch immer. Gebamsel passend. Ja, schön sind sie, ne? Sind wirklich schön, aber brauchen ein bisschen Zeit. So, dann die hier, diese Mason Jar Gläser, die mag ich sehr. Ich finde die für so kleine Sticker, finde ich die total süß. Da schwimmt halt bei mir immer irgendwas hier drin rum. Und das Gebamsel passend dran. Hier so ein kleines Sternchen noch unten an der Perle. Ja. Und ein kleiner Karabiner. Da haben wir noch eine. Und noch eine. Die sind halt auch nicht so groß, ne? Die sind schön klein, also die sind echt niedlich, schnell gemacht und echt hübsch. Hier ist so ein Rochen dran. Was unten rum sitzt, weiß ich gar nicht. Muscheln oder Qualle, irgend sowas hier. Ja. So sieht das Ganze aus. Und dann davon noch eine letzte. Dieser niedliche Fisch, der hat auch irgendeinen Namen, den ich jetzt nicht kenne. Ja,
Auch süß, ne? Hinten dran hängt wieder das Sternchen rum. So. Genau. Das sind die. Und dann hier noch meine, die Lünetten, die ich auch sehr mag, die ich leider nicht mehr gefunden habe in der letzten Zeit bei Ali. Und zwar sind das diese hier. Die sind nicht ganz flach. Also dieser Rand, der geht so ein bisschen nach oben und man muss ihn halt wirklich auffüllen. Aber es ist halt schon immer noch dieser, immer was drauf am Rand. Ne? Hier einmal dieses Be Happy. Und da habe ich gerade noch den Stern mit reingemacht und die Federn oben drauf gelegt. Und dann ist das schon fertig mit den Farben. So sieht es von hinten aus. Passendes Gebamsel dran. Die mag ich wirklich sehr. Also das ist einmal die. Dann hier nochmal eine Be Happy. Da habe ich eine Katze mit reingemacht. Ja, wie gesagt, ich habe die seitdem ich die das erste Mal bestellt habe, nie mehr wieder in irgendeinem Shop gesehen. Ich finde die nicht mehr. Sehr schade, weil die auch von der Größe her schön sind, ne? Also so eher klein, aber halt, ja, besonders finde ich die. Ich finde die sehr schön. Hier ist auch in der Art eine, hier mit Kätzchen außenrum. Und da habe ich jetzt nur ein paar Herzen in die Mitte gemacht und halt immer im Hintergrund diesen ineinander verlaufenden Farben und immer die passenden Acrylcharms mit dran. Also die waren jetzt alle mit Karabiner und die, die jetzt kommen, sind wieder mit Schlüsselanhänger. Da habe ich hier nochmal eine mit der Katze, mit den Katzen und zwei Herzchen in der Mitte. Und die mit dem Schlüsselanhänger, die haben dann diese Acrylcharms. Ne? Die anderen hatten diese flachen. Und das hier sind diese, ich nenne sie mal diamantförmigen. Genau. Das ist hier. Und dann dieser, nochmal die Karten, im Prinzip das gleiche wie eben. Und dann dieser hier. Ist nochmal ein Be Happy. Und der letzte, da ist ein großer Stern in der Mitte, auch nochmal Be Happy. Genau. So, das war's. Ich habe es geschafft. Ich kann es ja noch gar nicht fassen. Ich habe es geschafft. Jetzt hoffe ich nur noch, dass das Ding jetzt hochlädt. Und dann sei dann mich auf jeden Fall mal für eine Woche los, weil. Während der Woche werde ich jetzt zu nichts kommen, was YouTube angeht. Ich arbeite ja halt noch Vollzeit und ja, da hat sich bei mir halt in der letzten Zeit einiges geändert und zum Positiven. Aber da bin ich halt dann auch, wenn ich abends nach Hause komme, habe ich dann auch keine Lust mehr, noch irgendwas viel zu machen. Nächstes Wochenende mal schauen. Vielleicht basteln wir was zusammen. Wir gucken. Auf jeden Fall, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Jo, tschüss. Was wollte ich noch sagen? Was wollte ich sagen? Ihr dürft natürlich gerne kommentieren, ob euch das Zeug so gefällt oder was euch besonders gut gefallen hat. Ja, und wenn ihr ein Abo da lasst, freue ich mich natürlich umso mehr. Okay, dann danke euch und bis bald. Tschüss.